So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Grow Castle. Wir machen weiter bei den Höllenkolonien, sind wir gerade stehen geblieben bei Welle 2300. Jetzt geht's weiter mit den Wellen 2400. Sollten wir alles noch relativ easy schlagen können, denke ich mal. HP haben wir genug. Gegner sind nicht allzu stark. Ich denke, das kriegen wir hin. Schmilz, du kleines Castle, schmilz. Ah, wenn die Gegner nicht so viel durchhalten, dann kann man die wesentlich einfacher killen. Die Castles. So. Town Archer Damage plus 2%. Wer greift mich eigentlich an? Das machen die Bogenschützen nur, ne? Vom Gegner. Aktuell zumindest. Das ist schon Wahnsinn, wie so ein Spiel lange unterhalten kann, ne? Also ich habe mir nicht bekannt, dass mich ein Spiel, was eigentlich so simpel aufgebaut ist, mich so lange fesseln konnte. Habe ich bisher von keinem Spiel erlebt. Was halt wirklich so simpel ist. Also viel kann man hier halt nicht machen, ne? Man kann die halt aufrüsten und man kann da dauerhaft spielen. Das ist das Geile daran. Du kannst wirklich den ganzen Tag spielen. Du brauchst dir keine Energie oder Herzen, Leben, wie auch immer wie ihr es nennen möchtet, um irgendwas machen zu können. Du kannst wirklich an einem Tag, wenn du schnell genug bist, von Wave 1 auf 1 Million kommen, wenn das möglich, zeitlich möglich wäre. Ist es natürlich nicht, aber man könnte es schaffen, wenn es zeitlich in Ordnung wäre. Man hatte keine Begrenzung, das ist das Geile an dem Spiel. Finde ich ganz cool. Die Leute, die halt wirklich aktiv spielen, die sind natürlich im Vorteil. So, 2700. Und ja, ich komme ziemlich weit hier, ne? Gerade. Mit 50.000 HP will ich das auch erwarten. Ich habe ja, weiß nicht, 20.000 HP dazu bekommen durch die ganzen Upgrades. Da kann man schon mal ein bisschen länger durchhalten, ne? Ah, 10.000 HP verloren schon, das ist okay. Hälfte an HP. Ich denke, so 2-3 Castles kriege ich noch hin. Von der Stärke her. Gefühlt ziehen die mir immer wieder 10.000 HP mehr ab pro 100er Wave. Das Ding hat ja über 10 Millionen HP gehabt. Okay, nicht übel. Erledigt. Und wieder ein paar Prozent mehr Schaden. 1%. Na, Dark Neck, so. 11 Millionen HP, Alter. Das ist ja nicht gerade wenig, ne? Natürlich können wir die relativ schnell runternatzen. Trotzdem eine ganze Menge. Krass, wie viel Schaden die Bogenschützen machen vom Gegner. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. 30.000 HP noch. Und wieder 1,5% mehr Schaden. Yay!
So, Welle 3000. So schnell kann es gehen, ne? 12 Millionen HP. Gegner werden immer noch fast One-Hit gekillt. Das ist gut. Können wir uns mehr aufs Schloss konzentrieren. Man versuchen kann, die Dinger hier zu killen, die Bogenschützen auf dem auf der Burg zu killen mit meinem Bombar-Bazooka-Typen. 2% mehr Damage, ey, ich kriege so viel Schaden dazu, ist irre. 546,9 593 pro, also 40 Schaden pro Archer dazu bekommen. Da ist nicht wenig. Ich meine, die haben dann 593 Schaden, ne? Die haben jetzt zum Beispiel 459, die haben dafür 889, also sie sind schon ganz gut dabei, ne? Und 0,4 bis 0,5 Schaden pro Archer dazu. Das ist echt eine ganze Menge, muss man schon mal zugeben. So, Welle 3000 erledigt. Wo ist die 3100? Hier ist er. Dann gibt es hier bis hier unten die ganze untere Ecke. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... da haben wir die 441. Okay, sie geht immer nur in 100er Schritten gerade weiter. Das geht die ganze Zeit in 100er Schritten weiter. Okay. Naja, wir haben irgendwo eine 50. Wir müssen irgendwo 250er Schritten weitergehen. Ab 10.000. Ab 10.000 sind es 250. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ah, man kann sie leider nicht angreifen. Schade. Ja. Wäre ja auch zu schön. Schließlich können sie meine Helden ja auch nicht kennen. Glücklicherweise. Aber meine Archer, ne? Ordentlich Schaden dazu bekommen. 500 pro Archer, das sind ja, 25 Archer sind hier. So, wir haben guten 10.000 Schaden. Ne, 25 sind es gar nicht. Das wäre ja 25 sind es. 20 Archer. So, trotzdem bei 10.000 Schaden. Und immer weiter. Über 12 Millionen HP hat das Castle schon vom Gegner. Wie viel HP hat der Drache? Es sind irgendwie 4 Millionen, ne? Oder 6 Millionen. Können wir gleich nochmal versuchen, aber wird vermutlich aussichtslos sein. Auch wenn ich ein paar HP mehr dazu bekommen habe, er macht einfach so viel Damage. Oh, kein Mana mehr. Ein paar Schlösser weiter geht noch. Bei 20.000 HP sind wir jetzt schon am Ende. Und wieder 2% mehr Schaden. Ja, das ist echt eine super Unterstützung im Laufe des Spiels. Ah, die Bazooka hat eine ziemlich hohe Cooldown. Sollte ich vor dem Dark Neck benutzen.
hat trotzdem noch dieselbe Wirkung. Huch, schon erledigt. Ich habe gerade nur auf meinen Mana geachtet. Okay, cool. Erledigt. Schaffen wir noch eins? Ich denke schon, wa? Eins schaffen wir noch. Und wieder falsch gemacht. Es ist nur ein Reflex. Alter, 14 Millionen HP in etwa hat das Castle, wa? Das steigt schon krass mit der HP-Zahl. Wie schnell die mal im Mad Giant kennen, das ist uncool. Da zwei, drei Attacks und der ist weg. Von dem komischen jetzt den Feuerball. Ihr seht da, wie schnell die HP runtergehen. Oder die Ausdauer, wie auch immer. Hm, schaffen wir sogar noch eins. Wieder 1,5% mehr Schaden. 3600. Das könnte aber durchaus knapp werden. Guck mal, wie viel Schaden die schon machen. Wahnsinn. Unsere HP-Balken liefern sich wieder mal im Wettrennen. Ja, mehr kommen wir jetzt erstmal nicht weiter mit den Castles. Auf der Höllenebene. Aber hier sind wir um weitere 30 Schaden pro Archer gestiegen. Das ist nicht wenig. Gefällt mir, können wir gleich nochmal aufrüsten. Bam! So. Ja, wer hat am meisten Schaden gemacht? Minigun wieder mal 5,4 Millionen Schaden, 25% des Gesamtschadens. Danach hier Lily, hieß sie so? Ne, Lily, Dorothy, Lisa und Alice. Dorothy hat am meisten Schaden gemacht, 1245, hier sind wir bei 1291 und die hat am wenigsten leider, weil sie auch keine Waffe hat. Ist aber, also alle, sind alle feurig jetzt mittlerweile. Dann der Thunder Tower, interessanterweise auch 1,2 Millionen, nicht wenig, ja. Der Dark Hunter, was soll das gewesen sein? Ja. Die komische Kristalle Solar sollte man vielleicht mal aufrüsten, die ist nicht ganz so stark mehr. Wobei die 5400 Schaden hat, aber irgendwie macht die gefühlt gar keinen Schaden. Hm, soll man vielleicht mal irgendwas aufrüsten, ne? Guck mal, ja, 65.100. Wie schnell hat die HP runtergeht, die HP, das Gold runtergeht, ne? 30, yay, 5441. Sonst ich kein Gold mehr. 5458, cool. Ja, und wenn wir halt später S-Items haben, hier haben wir jetzt zum Beispiel, ne? 1200, okay, 1049 nur. Ich hätte gedacht, ich habe schon mehr gemacht. Oh, ich hasse dich! Dämlicher Fuck-Drache. Oh, die Minigun-Sitte, der fokussiert die ganze Zeit den Drachen. Und auch sogar die Kiste fokussiert er. Weg damit. Und am meisten Schaden hat wieder die Minigun gemacht. 1,5 Millionen Schaden. 1 Million die Town Archer. Ja, sind sie. Und dann die zwei Gebäude wieder. Hm, okay. Gut, meine lieben Freunde, wir machen ganz kurz eine kleine Pause, sehen uns zur nächsten Folge wieder. Dann werden wir vermutlich einen Höllenrun machen und danach in den Waves weiter aufsteigen. Und ja, da würde ich sagen, meine lieben Freunde, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Grow Castle. Ciao!